ich grüße dich. Ich kann kaum beschreiben, was in Gloucestershire geschah. Ich denke, du wirst es früh genug erfahren. Haben wir denn ein Bündnis mit ihnen? Ja, die Belohnung für unseren Schmerz. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hightam erhielt eine Nachricht aus Winchester von jemandem, der sich armer Mitstreiter Kesti nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Laut dem Brief soll ich in Winchester einen Mann in Weiß treffen, in einem ihrer Gotteshäuser. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Interessant. Geh mit Bedacht.
Zentrum von König Elfrids Macht. Bis zum Knöchel in Schnee. Was siehst du, alte Freundin? Das Zentrum von König Elfrids Macht, wo man bis zum Knöchel in Scheiße versinkt. Ich finde den Mann in Weiß im Haus ihres Gottes. Monja pindat hus herkem dam medenet. Winchester weint um einen guten Bischof und einen Gott. Sie für mich sühnen. Meine letzte Warnung! Gib mir Elfrids Schmuckstück oder ich schiffe deine Teich! Wenn du mir Elfrids Juwel nicht gibst, dann... Glaubt mein Ingo? Was siehst du da, Sühnin? Das muss der Tempel ihres scheuen Gottes sein. Sie haben ihm ein prächtiges Haus errichtet. Däne kommt in mein Gotteshaus? Auf der Suche nach Gottes Vergebung, wie ich hoffe. Dein Herr Jesus kann warten. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ist dem so? Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Du kennst diese Worte und du weißt, warum ich sie zu dir sage. In der Tat. Doch bin ich noch nicht überzeugt, ob du für die Aufgabe geeignet bist. Wie Jesus zu Thomas sprach. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Berichte vom Weg Jesu Christi in der richtigen Reihenfolge. Nur dann triffst du meinen Herrn. Wenn ich zu deiner Laute tanzen soll, gib mir die Schritte vor. Derlei Weisheit findet sich in Büchern. Es gab viele davon in Englerland, bevor die Dänen unsere Kirchen niederbrannten. Nur wenige sind geblieben. Vielleicht erbarmt sich auch eine fromme Seele in Not und erteilt dir eine Lektion. Ich berichte dir später davon. Auf Wiedersehen. Selbst die Mächtigen fallen. Und Bischof Elfrid, der Diener des Herrn, war wahrhaftig ein mächtiger Verteidiger Gottes. Bye.
Anspann von unübertroffener Lebenskraft. Er nahm ein Bad im Fluss. Ein reinigendes Bad bringt sie ihrem Gott also näher. Doch Gott, steht an seiner Seite. Und von den Toten auferstanden? Ein hübsches Kunststück, gar nicht so leicht. Ich preise diesen Mann, auf das wir sein Anliegen. Ihr Gott bringt ihnen Licht, genau wie Balder. Licht so hell wie die Sommersonne. Nenne Chris die Station der Reihe nach. Gottes Atem berührte den Jordan und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Seine Taufe. Auf dem Berg erstrahlte sein Gesicht wie die Sonne und er wurde zu Licht. Seine Verwandlung. Die Frauen kamen mit Opfergaben, doch fanden sie ihn nicht, als sie ihn bei den Toten suchten. Seine Auferstehung. Und Jesus sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Sehr gut. Also genug der Rätsel? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir, denn ich war es nicht, der dich rufen ließ. Wenn du folgst, führe ich dich zu ihm. Komm. Ich habe dein Rätsel gelöst und du antwortest mir mit Schweigen? Wen soll ich treffen? Psst. Selbst einen Narren hält man für weise, solange er den Mund hält. Aber Menschen werden weise, wenn sie mit anderen sprechen. Wenn sie immer nur schweigen, verdummen sie. Still. Dein Gerede beleidigt das Ohr des Herrn. Wir sind hier. Möge unser Herr Christus, dessen Zorn die Unreinen vertreibt, einen starken Pakt mit mir eingehen. War Gottes Lehre aufschlussreich? Neigen alle Priester in Winchester im selben Maß zur Dramatik? Du riskierst dein Leben, König Elfred. Ich wollte mit dir auf Augenhöhe sprechen. Gelten die Gesetze der dänischen Gastfreundschaft nicht in Westsexe? Du hast meinen Jarl dieser Hündin Fulke vom Orden der Ältesten zum Fraß vorgeworfen. Fulke war eine Feindin von Westsexe. Doch anscheinend hat schon jemand mein Land von dieser Gefahr befreit. Falls du es noch nicht gehört hast, das war ich. Beeindruckend. Das war sicher ein herber Schlag für den Orden der Ältesten. Was weißt du über diesen Orden? Nur dies und wenig mehr. Dieser Brief aus der Feder eines armen Mitstreiters Christi warnte mich vor einer Verschwörung gegen mein Leben. Der Galgen, die Feder, der Sachs. Drei Männer, die dich töten wollen. Es sind nur noch zwei. Bischof Elchfried ist tot. Er war der Sachs, soweit ich das beurteilen kann. Und ein demütiger Diener deines Gottes. Das muss wehtun. Und doch hat sein Tod die christliche Gemeinde in Winchester gestärkt. Ich hoffe, der Tod seiner Kumpanen bewirkt dasselbe. Du hast vielen Kriegern wie mir gegenübergestanden. Und viele Male hattest du das Nachsehen oder wurdest betrogen. Warum vertraust du mir? Ich habe Männer in Lunden und Jofovik. Männer, die mir von den gewundenen Pfaden im Lauf des Krieges berichten. Vor nicht allzu langer Zeit wurden an diesen Orten einige einflussreiche Männer und Frauen unter äußerst dubiosen Umständen ermordet. Ich kenne deine Ziele nicht oder was du dir davon versprichst. Ich bitte dich nur darum, deine Arbeit zu beenden, bevor diese verdorbenen Seelen Englerland weiter zersetzen.
Ich sollte dich dem Orden überlassen. Das würde die Eroberung Englerlands beschleunigen. Auch wenn du die Staatsorgane entfernst, bleibt die Krankheit bestehen. Dann versprich mir eine Belohnung, über die man Lieder singt. Das Gewicht eines Königs in Silber. Ach. Nun gut. So viel Silber, wie du tragen kannst. Heute früh war Greve Godwin nicht auf seinem Posten. Ein Vertrauter von dir? Godwin ging den Hinweisen aus diesem Brief nach, als er verschwand. Wo wurde er zuletzt gesehen? Bei seinem Haus am Westtor. Vielleicht findest du dort etwas. Eivor, nimm dich zusammen, solange du mein Gast bist. Meine Stadt ist kein Schlachtfeld. Noch nicht, großer König, aber der Tag wird kommen. Ich muss diesen Greve Godwin finden. Spät ihr mir nach? Rückzug! Wir wurden entdeckt! Schön Mumm, Alfreds Leute zu verhaften. Wer herrscht überhaupt in Winchester? Ist Alfred König oder nicht? Naja, du bist es nicht. Godwin ist fort und Wachen schnüffeln herum. Wo könnten sie ihn hingebracht haben? Papiere wurden verbrannt. Verwischt Godwin seine Spuren? Oder wollten die Wachen Beweise vernichten? Gebrochene Schüsseln und verstreutes Essen. Er ging nicht freiwillig. In der Stadt muss es eine Festung geben. Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Wachen müssen ihn zur Feste von Winchester gebracht haben.
sehe dich, kleine Maus. Die Augen der Feder sind überall. Diesen Wachen entgeht nichts. Halt ein! Ich bring dich um! Ich beschäftige die Ratte! Seite. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Ein Däne in Winchester? Sonderbare Zeiten. König Alfred schickt mich. Er hat mich auf Knien angefleht, jemanden zu finden. Ich kenne Alfred gut genug, um eine dreiste Lüge zu durchschauen. Falls er dich wirklich geschickt hat, dann aufrecht und würdevoll. Wohl wahr. Und du bist der Mann, den ich finden soll, Goodwin. Weißt du wieso? Wenn ich raten soll, dann um die Ketzer des Ordens aufzuspüren und so tief zu vergraben, dass selbst Gott eine Schaufel bräuchte, um sie zu finden. Und wo sollen wir anfangen? Da helfen uns meine Nachforschungen. Wenn sie noch nicht verbrannt haben, müssten sie hier irgendwo sein. Ich finde deine Nachforschungen. Und jetzt geh, bevor sie merken, dass der Wolf entkommen ist.
Goodwins Aufzeichnungen über den Orden der Ältesten. Wie nett.